Yo, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play auf United Playground und diesmal spielen wir The Sinking City. Zumindest würde ich das gerne mal versuchen, ob das als Let's Play machbar ist, vor allen Dingen, weil es halt auch so viel mit Detektivgeschichten, beziehungsweise es ist ja ein Horror Open World Detektiv Investigation Action Roleplay Game, ja Action weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein Roleplay Game, so nach dem Motto. Und da geht es ja im Prinzip auch darum, dass man so bestimmte Fälle lösen muss und so weiter und Hinweisen nachgehen muss und so. Und ich hoffe, dass ich das ganz gut hinbekomme und sich nicht zu lange zieht in diesen einzelnen Folgen. Und deswegen werde ich das jetzt mal testweise versuchen. Und wenn es euch gefällt, dann mache ich das auf jeden Fall gerne weiter. Oder wenn es mir gefällt und ich da Bock drauf habe, mache ich es einfach auch selber weiter. Schaue ich einfach mal. Nebenbei läuft dann auch noch Gwent. Die Erweiterung läuft auf jeden Fall. Also ich glaube morgen oder heute tatsächlich, wo ich das Spiel aufnehme, ist der 27. Juni in der Nacht bzw. am Abend, und am Abend ist es mega heiß. Am liebsten würde ich hier in Schwimmshorts sitzen, so warm ist es mir, sogar noch am Abend. Und ja, bevor wir jetzt starten, zwei Dinge halt, wie gesagt, noch. Zum einen neues Let's Play Projekt, gucken wir mal, ob das funktioniert, und zum zweiten, wie gesagt, auch an diesem Tag nur, beziehungsweise später, also am 27. Juni kommt dann halt auch Gwent Novigrad Expansion Erweiterung mit den neuen Karten und so weiter, und dazu gibt es dann auch wieder neuen Content, und dann werde ich bei Gwent auch wieder versuchen, ein bisschen aktiver zu sein. So, jetzt würde ich aber sagen, steigen wir direkt mal ein. Ich habe die Schwierigkeitsgrad mal auf Neuankömmling und Normal gelassen. Gameplay hier auch nichts großartig geändert. Grafik, ja, kann man nur Gamma einstellen. Ton, wüsste ich jetzt nicht. Lassen wir jetzt einfach mal so, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Und würde sagen, wir steigen mal ins Spiel ein. Eisiger Empfang. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschungen in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten Sie hinsichtlich Ihrer Visionen recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie Sie. Von einer Stadt, die in den Fluten versinkt, und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die Ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Das Spiel wird regelmäßig automatisch gespeichert, dazu kannst du deine eigenen Spielstände anlegen. Ah, okay, alles klar. Wähle einen Hinweis in der Fallmappe aus und drücke Dreieck. Achso, zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Ups, das habe ich nicht gesehen. Okay, alles klar, dann let's go. What? Oh, shit, wie sehen die denn aus? Ja, krass, ein Traum in einem Traum. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen in einem Game bisher. Body Place. Ah, was haben wir denn bekommen? Schiff Charon. Erfahrungspunkte, Waffen, Munition und so weiter haben wir schon mal bekommen. Okay.
Uiuiui, also ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen wir direkt mal ganz kurz in den Optionen ändern, dass das ein kleines bisschen schneller geht. Und zwar geht es um die Empfindlichkeit der Kamera. Naja gut, okay, so viel besser war es jetzt nicht, aber es ist okay. Läuft hier im Schiff, muss ich ehrlich sagen, sehr flüssig. Auf der PlayStation 4 Pro. Die PlayStation 4 ist auch aktuell so laut und so am Rödeln, dass ich das Gefühl habe, ich habe quasi jetzt hier neben mir noch so eine Heizung am Laufen. Ich hoffe, das wird sich von den Temperaturen nicht ganz so krass auf meinen Raum hier auswirken, sonst will ich hier auf jeden Fall nicht pennen können. Ja, und was zu erwähnen ist, bevor wir jetzt hier genau richtig einsteigen, es geht im Prinzip in diesem Game darum, dass es eine Anlehnung an die Werke von H.P. Lovecraft ist. H.P. Lovecraft ist dafür bekannt, viele Horrorgeschichten auch über die großen Alten zu erzählen. Ich glaube, er ist auch mit der Erfinder von den großen Alten, unter denen dann unter anderem halt auch Cthulhu zählt. Cthulhu, wie auch immer man den aussprechen mag. Menschen vermögen es ja eigentlich nicht, seinen richtigen Namen aussprechen zu können. Also von der Art her, wie man es betont. Deswegen, naja. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich auch riesig darauf. Okay. Das sind so Symbole. Ich weiß jetzt nicht, was ich drücken muss, ehrlich gesagt. Kreis ist ducken. Ah, X, okay. Mit L kann ich drehen. Mit Kreis wieder weglegen. Okay. Achso, ich muss gedrückt halten. Ah, okay. Brief von Johannes van der Berg. Sehr geehrter Mr. Reed. Ich habe einen. Achso, das haben wir doch, glaube ich, schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Die Pistole kann ich nicht einsammeln. Oder wie? Ist doch was eingraviert, ne? Ah, okay, warte mal, warte mal. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Aha, okay. Fast hätte ich die liegen gelassen, weil ich nicht wusste, was wir machen sollen. Fängt ja schon gut an hier. Geil. Ich muss auch noch gucken, wie der Sound hier ist. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Der Ton ist trotzdem zu hören vom Spiel, aber nicht zu laut, also nicht lauter als meine Stimme. Da hängen noch so ein paar Bilder von Frauen. Ist ja immer bekannt, dass wenn man auf See ist, sehr lange unterwegs ist und die Leute dann extra dann immer schauen, dass sie irgendwie Bilder mitnehmen, die sie an ihre Frauen daheim erinnern oder falls sie keine haben, dann irgendwelche Schauspielerinnen oder Darstellerinnen aus anderen Geschichten. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Monolith National Park. Oder Monolith National Park is waiting for you. Okay. Ist interessant. Dann scheint irgendwie so eine Art Höhle zu sein. Vielleicht kommt man da auch noch irgendwann hin. What is that? Ich wollte ja schon keine Ahnung. Okay, R1 kann ich mit der Schippe schlagen. L1 gedrückt halten, kann ich hier so bestimmte Sachen auswählen. Okay. Was kann ich denn damit machen da vorne? Ich kann das nicht auswählen. Taschenlampe ist mit R3. Oder habe ich schon die Waffe in der Hand? Die will ich ja gar nicht in der Hand halten. Ah, warte mal, was ist das denn hier? Ah. Alle Hinweise gefunden. Fotografie einer Trophäe. Okay. Also mit L2 kann man ein Foto schießen. Interessant. Ja, das muss man auf jeden Fall alles mitnehmen. Ich meine, wir haben jetzt sonst Erfahrungspunkte, hätten wir jetzt auch schon wieder nicht mitgenommen. Achso, da haben wir schon drauf geguckt. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Das haben wir im Prinzip schon. Gehen wir mal hier raus. Ah, da sind wir ja schon. Dieser dicke Rucksack sieht so bescheuert aus auf dem. Ich hoffe, man kann noch später den Skin wechseln. So, wie sieht's mit dir aus, Kollege? Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Okay. Was macht er da hinten? Der betet irgendwie? Okay. Das Spiel erinnert mich jetzt. Ah, mit Dreieck war Klettern, genau. Da sind Sie ja, Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg. Zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Ah, okay, ja gut, hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Dialogmöglichkeiten zu wählen. Das finde ich auch wieder ganz
cool, sofern das auf jeden Fall umfangreicher ist als bei Assassin's Creed Odyssey, wo es im Prinzip immer nur war, wo finde ich den? Wer ist das? Was macht der? So, immer diese typischen, das fand ich immer so langweilig. Also, das haben die, dafür, dass sie gesagt haben, ja, jetzt ist es ein vollwertiges Open-World-Rollenspiel, war es für mich irgendwie überhaupt nicht so, aber mal gucken. Das Spiel könnte das auf jeden Fall in eine andere Richtung lenken und ich hoffe, man wird hier positiv überrascht. Was mein Problem betrifft, was hat es mit dieser Stadt auf sich? Schicke Kleidung. Schicke Kleidung, was für ein Schwachsinn. Wir fragen erstmal wegen der Stadt. Oder mit dem eigenen Problem. Fragen wir erstmal damit. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Okay. Wir fragen erstmal wegen der Stadt. Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Wie ich mich dann auch wieder, oder bei dem, wenn es halt tatsächlich so schwierig ist, zu dieser Insel zu kommen, wie kriegen die denn ihre ganzen Vorräte und so weiter? Schmeißen die per Luftschiff, per Flugzeug ab oder was? Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme. Der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten. Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Okay. Das heißt, erst seit 6 Monaten ist die Flut mehr oder weniger hier zugange. Ihre Kleidung ist ziemlich extravagant. Danke, Mr. Reed. Eine Flut sollte keine Entschuldigung dafür sein, ungepflegt durch die Straßen zu laufen. Gelb scheint Ihre Lieblingsfarbe zu sein. Ich habe in der Tat eine Schwäche für Gelb. Jeder hat seine Macken, nicht wahr? Ja, vielleicht ist das auf jeden Fall noch ein Hinweis für später, falls es sich herausstellen sollte, dass er vielleicht sogar böse ist. Wer weiß. Man kann ja hier erstmal von allem ausgehen, ne? Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge. Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Okay. Bin ich schon am Rumgehen. Ich brauche eine Unterkunft. Was für ein Mensch ist Robert Throckmorton? Fragen wir erstmal das. Können Sie mir etwas über Mr. Throckmorton erzählen? Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er entstammt einer einflussreichen Familie. Er ist ein Philanthrop, ein Gelehrter und der Mäzen der berühmten Universität von Oakmont. Ein Mann mit großen Zielen und einem noch größeren Ego. Sie sollten ihn nicht warten lassen. Alles klar, dann fragen wir noch wieder eine Unterkunft und dann gehen wir mal los. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Das machen wir auf jeden Fall nicht, aber Devil's Reef hört sich echt ziemlich düster an. Wo befindet sich das Devil's Reed Hotel? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Vor allem, wir siezen ihn hier in der Auswahl und er nennt ihn dann doch Johannes. Das ist irgendwie ziemlich merkwürdig, aber gut. Wir fragen erstmal nach den Orten dann noch. Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit.
Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Okay, dann fragen wir noch, was er genau hier macht. Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Na, ob das nur durch Leid hervorgebracht werden kann, ich würde behaupten, vielleicht schneller oder intensiver, aber nur? Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Okay. Karte drücken, um zum Aktivieren. Fall nach rechts. Für was? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah, okay, Fallmappe. In der Fallmappe findest du einen Hauptfall, der deinen Spielfortschritt in der Geschichte widerspiegelt. Du kannst an mehreren Nebenfällen gleichzeitig arbeiten. In den einzelnen Fällen findest du Informationen zu deinen Ermittlungen in Form von Hinweisen. Dann hat man einmal einen Schlüssel, einen Brief oder halt so ein Ausrufezeichen in einer Sprachblase. Manche Hinweise sind mit einem Symbol versehen, das Aufschluss darüber gibt, was zu tun ist. Dialog, Gegenstand benutzen, Foto machen. Okay. Bevor wir da jetzt weiter im Menü rumdümpeln, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen weiter. Wir wollen ja erstmal was sehen hier. What the fuck? Okay. Cool, dass man auch hier an der PlayStation wieder ein bisschen langsamer gehen kann. So zum Beispiel. Finde ich auch ziemlich nice. Am PC finde ich das immer blöd, weil dadurch, dass man die Taste komplett runterdrücken muss, hat man gar nicht die Möglichkeit, auch langsamer zu gehen. Das finde ich ist auch wieder so ein Vorteil, den man hat als Konsolenspieler. Was halt natürlich dann sich darauf auswirkt, als Gegen- oder negatives Gegenargument, dass man halt sagt, okay, der PC, da zeigt halt noch ein paar grafische Darstellungen etwas besser. Und ich glaube, da ist doch schon der Kollege, mit dem wir reden sollen. Wir gehen mal bei der Fallmappe nochmal ganz kurz dann hier drauf. Wie kann ich hier steuern? Ah, okay, so. Auf Karte setzen. Ah. Das ist das Schiff, okay. Ja, wir gucken uns das alles nochmal an. Erstmal reden wir jetzt mit dem. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde und dabei bleibt er. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Der sieht schon ziemlich merkwürdig aus. Wieso hat denn da so ein Affengesicht? So richtig so vom Mund her wie so ein Schimpanse? Was ist mit ihrem Sohn? Okay, der, ach ja, stimmt, der wird ja irgendwie vermisst oder sowas, ne? Was wissen Sie über die Visionen? Sie sehen außergewöhnlich aus. Ja, das nehmen wir erst als... Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das? Neuankömmling. Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Okay. Was wissen Sie über die Visionen? Wer sind die Innsmouther? Ja, Innsmouther. Ja, fragen Sie wir erstmal. Sie scheinen auf Innsmouther nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn Sie einfach nur Flüchtlinge wären,
Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Hört sich ein bisschen rassistisch an, irgendwie der Kerl hier. Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, Neuankömmling. Vera. Was soll denn Vera heißen? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend. Sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Man kann das auch alles ein bisschen mit weniger Worten erklären, aber alles klar. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Herausragend, sagt er. Okay, das lässt sich natürlich darüber nicht sprechen. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Okay. Wo befindet sich das Haus der Fischer? Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Okay. Dann fragen wir noch wegen dem Rettungsboot Sie am besten mal. Ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Alles klar, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ich würde lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton. Aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Zu machen, drücke für weitere Informationen. Okay. Hinweise liefern entscheidende Informationen zum Voranschreiten bei den Ermittlungen. Interagiere mit Objekten und Menschen. Kombiniere im Gedankenspiele Bildschirm. Hinweise zu Schlussfolgerungen und mache Fotos, um neue Hinweise zu erhalten. Ein weißer Rahmen beim Benutzen der Kamera bedeutet, dass du auf den richtigen Bereich, dass du den richtigen Bereich fotografierst. Lies dir alle Hinweise genau durch, um wichtige Orte in der Spielart zu machen, auszumachen. Hefte anschließend einen Hinweis auf der Karte an, um deine Route zu planen. Hefte Hinweise auf der Benutzeroberfläche an, damit du dein aktuelles Ziel nicht aus den Augen verlierst. Drücke zum Ein- und Ausblenden Pfeil nach oben, gedrückt halten zum Ersetzen des angehefteten Hinweises mit R. Okay. Gebäude mit Archiv, Wahrzeichen, Schnellreisepunkte, Ermittlungsschauplätze mit den Schlüsselhinweise gesammelt. Alle Hinweise gesammelt. Achso, grün heißt alles haben wir. Okay, Schlüsselhinweise, alles klar. Gut. Inneres Auge.
Mit Hilfe deines inneren Auges siehst du Dinge, die andere nicht sehen können. Mach dir dein inneres Auge zu Nutze, sorry, wann immer die Ecken des Bildschirms verzerrt dargestellt werden und ein klirrendes Geräusch zu hören ist. Die offenbaren sich dann Bilder aus der Vergangenheit, Trugbilder, Zeichen oder Spuren, die dir ansonsten verborgen bleiben. Bilder aus der Vergangenheit haben eine Aktivierungszone, siehe oben. Gedrückt halten, um das ganze Bild zu sehen. Achso, es geht natürlich jetzt hier nicht. Zeichen folgen. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weisen, folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Retrokognition heißt es, glaube ich. Retrokognition oder Retrokognition bedeutet so viel wie zurücksehen und ermöglicht es, die Ereignisse zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, ereilt dich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. Okay, alles andere würde ich sagen, gucken wir noch einfach mal so. So, wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was hier abgeht. Alle Hinweise. Fallmappe. Das müsste der sein, ne? Mit dem Auftrag, genau. Gesammeltes, Fotografie einer Trophäe. Mit einem merkwürdigen Fisch, der fast lebendig wirkt. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal näher an. Aber jetzt gehen wir erstmal schauen hier. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Okay, mit den anderen können wir nicht reden scheinbar. Dann gehen wir mal da rein. Der am Hafen verschwunden ist. Alles klar. Drücke R3 zum Ein- und Ausschalten deiner Taschenlampe. Oh, jetzt sieht's aber süß aus hier. Leute. Cool. Oh, yo. Okay. Die Lampe ist schon so nebenbei. Boah, es sieht schon ekelhaft aus hier, ne? Also, wie kann man denn so ein Haus hinterlassen, Mann? Was ist das denn? Da hängt ja noch so eine Art Fisch oder sowas. Krass. Aber wie der dann auch schon mit dem Schatten dargestellt wird, cool. Cool gemacht, Leute, muss man schon sagen. Wow, das ist einfach mal so ein Polizist. Ja gut, ist natürlich blöd, aber die Zeit neigt sich schon dem Ende. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter.